Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Es ist wieder passiert. Das Spiel ist wieder abgestürzt. Ist das langweilig. Hey, fass mich bloß nicht an. Werde vielleicht bald irgendwann mal ein anderes Spiel spielen. Dann bin ich echt gespannt darauf, ob das dann auch abstürzt. Also ich will natürlich nicht, dass das andere Spiel auch abstürzt. Wenn es auch abstürzen würde, wüsste ich, okay, es liegt irgendwie an meinem PC. Wenn das andere Spiel nicht abstürzt, weiß ich, es liegt halt wirklich an Witcher 3. Und dann, ja, kann ich wahrscheinlich nichts dran ändern oder müsste alles nochmal neu runterladen oder so. Das ist natürlich auch Quatsch. Naja, wir werden es rausfinden. Aber ich hatte die Aufnahme erst circa 5 Minuten, knappe 5 Minuten gemacht, deswegen werden wir jetzt einfach die Aufnahme nochmal wiederholen. Also ich fange nochmal von vorne an, dann schneide ich nichts zusammen. Ich habe auch keine Lust, mich stundenlang damit zu beschäftigen, dass ich das vielleicht gefixt bekomme, das Problem. Deswegen ist es halt immer noch so. Reden wir mal mit Radovid. Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Als ob die da irgendwas machen könnten. Ich kann den Blatt machen und über Bord springen und wegschwimmen. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhardt gefunden? Nein, aber ich habe diesen Kristall gefunden. Nein, ich denke, sie ist tot. Ich weiß, dass sie versucht, ihr Augenlicht zurückzugewinnen. Also ich will sie ja eigentlich nicht in die Hände von ihm spielen. Deswegen werde ich das zweite nehmen. Vielleicht hört er dann auf, nach ihr zu suchen. Sie hat sich auf jeden Fall dort versteckt, wo eure Männer sagten. Aber ich war zu spät. Glücklicherweise oder nicht, kann ich nicht sagen. Im Versteck hat es gebrannt. Wahrscheinlich ist Philippa in den Flammen gestorben. Ein passendes Ende für eine Hexe. Und? Hast du Beweise? Ich weiß noch nicht wirklich, was dieser Kristall macht. Also ich weiß nicht mehr so richtig, was das war, aber ach, ich glaube von diesem Megaskop, aber ich will ihm den eigentlich nicht geben, auch wenn er jetzt dann nur unser Wort hat, was soll's? Nein, aber ihr habt mein Wort. Dein Wort. Du gibst mir dein Wort? Tut mir leid, aber Eilhardt selbst hat mich gelehrt, niemandem zu trauen, besonders nicht seinem Wort. Es ist alles gesagt. Lebe wohl. Was soll's? Damit haben wir das Quest eigentlich zufriedenstellend abgeschlossen. Gut. Ach ja, wir sind in Ochsenfurt. Ich wollte gerade sagen, wir können ja direkt mal zu einem Schmied gehen, weil ich kurz dachte, wir wären hier. Aber das sind wir ja gar nicht. Ja. Naja, dann gehen wir eben nicht zu dem Schmied, sondern machen das nächste Nebenquest. Schauen wir mal. Level 13 haben wir zweimal. Eine schwarze Perle trifft Nidas bei der eingestürzten Brücke nördlich von Ehrenborn. Ja, also Ehrenborn ist ein Skellige. Das heißt, das machen wir jetzt nicht. Schau dich in der Umgebung um. Ah, es ist sogar gar nicht so weit weg. Das heißt, wir müssen uns nur umdrehen. Was für ein schöner Zufall. Wir müssen uns nur umdrehen, durchs Wasser schwimmen und haben wir es. Moment, vielleicht rennen wir noch schnell über dieses Schiff. Dann geht es einen Tick schneller, als wenn wir direkt schwimmen würden. So. Hui! Reichliche 100 Schritt. Perfekt. Man muss halt auch mal Glück haben. Ist hier irgendwas Cooles drauf? Außer vielleicht eine Bande von Ertrunkenen? Manchmal hat man da ja dann im Gebüsch so eine Truhe, die ja versteckt ist, aber ist jetzt hier nicht so. Na gut. Schau dich in der Umgebung um. Ich weiß gar nicht, was das Quest ist, ehrlich gesagt. Also ich habe es noch nicht einmal durchgelesen. Aber es spielt ja keine Rolle, werden wir jetzt schon rausfinden. Trinken wie so viel noch nie. Hier ist sogar ein Ausrufezeichen und hier ist sogar ein Wegkreuz. Fort Weißer Adler. Der großartige Name scheint nicht zu diesem Ort zu passen, aber der hier ansässige Troll ist redanischer Patriot mit Leidenschaft fürs Militär. Er würde jede Anstrengung unternehmen, um seinen geliebten König Radovid stolz zu machen. Ach krass, er ist für Radovid. Okay. Infanterie.
Ringe, Schwert und Knechtelknack, tötet Nilfgaard Lumpenpack. Denn mir zittern schon die Knie, hier kommt Nimna-Kavallerie. Schwinge, Schwert und Knöchelknack, tötet Nilfgaard Lumpenpack. Okay, die Sachen, die hier drinnen rumliegen, die wird er wohl kaum brauchen. Ist auch geil, wie er sich gar nicht an mir stört. Okay. Du, Menschling, hier redanisches Armeelager. Kein Durchgang, kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Siehst du nicht? Ich komme zur Armee von König Raduvit. Befehl, Boote bewachen. Die Boote sind ziemlich hinüber. Ich Boote bewachen, sagen Redania. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten ich mach. Boote bewachen Boote. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht, Soldaten trinken und singen, viel singen. Troll, hör zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los, ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht, aber alle fallen um, auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch? Nein, danke. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldaten, Freunde, nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Schöne Menschensuppe. Du bist halt gefährlich, wenn du Soldaten frisst, ne? Ich verstehe schon. So ist das im Krieg. Du auch Soldat? Nein. Troll macht Soldat. Trollhäuptling sagt, bring Farbe. Du bringst Farbe. Farbe? Was meinst du? Farbe. Bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh, ich bewache Boote. Ich habe zufällig etwas Farbe dabei. Was ist denn? Farbe, ja, aber... weiß nicht, wie. Das könnte ein Problem sein. Menschling weiß wie? Mein Befehl, er wissen sollen. Ich schätze schon. Kommt drauf an, was? Vogel malen. Redanischen Vogel wie auf Schild. Ich versuche es mal. Hast du einen Pinsel? Schön, Vogel, toll. Meinst du? Solange du zufrieden damit bist. Du gut, nicht wie andere. Danke. Krieg, so lieb. Das war ja mal ein lustiges Quest. Verkehrt.
Männer fallen tot vom Pferd. Trolle macht Grenzen. Was war denn da jetzt der Auftrag? Also das Quest? Das verstehe ich gar nicht. Freiwilliger A, B, C, D, E, F hier. Als Geralt durch die sonnigen, aber vom Krieg gezeichneten Lande nahe Ochsenfurt zog, hörte er ein äußerst seltsames Geräusch, etwas, das nach schiefem Gesang und dem Brüllen eines eingeklemmten Schweins klang. Geralt wäre ein schöner Hexer, wenn er dieser Sache nicht auf den Grund gegangen wäre. Hat sich das einfach so ergeben? Verstehe ich nicht, das ist ein merkwürdiges Quest, aber es ist so lange her, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es halt entstanden ist, aber egal, auf zum nächsten. So, Level 11, Level 13, das ist beides Gellige, dann müsste Level 14 als nächstes dran sein, Kabarett. Triff Ritterspuren im Rosmarin und Thymian, na dann ja, lass mal. Gott, dann nehmen wir aber natürlich. Ah, wir haben 10-mal Ziegenhaut bekommen, nice. Und 5-mal Rehhaut. Vor allem Rehhaut, da haben wir schon mal Rehhaut gehabt, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Also mit Sicherheit werden wir schon mal gehabt haben, aber daran hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. Dann schnell reisen wir. Ah, da ist die Kiste, da können wir endlich mal unsere Sachen, die wir nicht verkaufen wollen, aber halt auch nicht mehr tragen, in die Kiste packen. Wie wichtig, wie gut. Schauen wir mal. Come on. Sie hat nicht gezaubert. Bei meiner Ehre. Elfenehre. Weniger wert als Menschenscheiße. Suchst du jemanden Fremder? Nein. Ja? Das ist doch Camille und Geißfuß. Suchst du jemanden Daraus Fremder? Daraus hat die Tee gegen Bauchschmerzen gemacht. Ich hätte ja gerne hier geholfen, aber anscheinend also, war das gar nichts zum Helfen. Ausrufezeichen ist hier. Wiederhole. Der letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Hab ich mich klar ausgedrückt, Chivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Ach, Geralt, schön, dass du kommst. Worum geht es hier? Oh, um gar nichts. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verdammt nochmal verpissen. Wir wollten uns eben verabschieden, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber, jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Zwielichtige Typen. Wer war das? Die dicke Fischblase ist der Herzog. Angeblich will er Hurensohn Junior beerben, aber dem Penner fehlt zu viel dazu. Vor allem Geld, Einfluss, Leute und Klasse. Und der andere? Der Graf, ein Bastard wie kaum ein zweiter. Mir zuckt der Arsch schon bei seinem Anblick. In Mahakam haben wir solche Schweineficker mit einem Paket Schwarzpulver und einer Leckenlampe den Streb runtergeschickt. Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel? Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde. Francis Bedlam, dem Bettlerkönig. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwint jetzt professionell zu widmen. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt?
Gut, versuchen wir die drei Karten zu bekommen. Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Moment, du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hehlt er nicht mehr, er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Skoyatel-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Kommt mir bekannt vor. Großer Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Sultan. Direkt das nächste Quest eingesammelt, aber macht ja nichts. So, jetzt erstmal zu unserer Kiste, bitte. Willst du das wirklich? Du bist von der Vulgärsatz verschärbeln. Das sehe ich dir an. Hey, ich kann nicht bestimmen, was ich erbe. Du kannst aber bestimmen, was du damit anfängst. Gut, also. Bannfluch klingt eigentlich auch ziemlich geil, das Schwert. Auf jeden Fall diese Set-Sachen. Die möchte ich auf keinen Fall verkaufen. Questok, Bannfluch. Ich weiß nicht, ob das Kriegsaxt, ob die Kriegsaxt der wilden Jagd, ob das sich wirklich lohnt aufzuheben. Ich glaube, auf Level 31 haben wir dann viel, viel geilere Sachen, aber ich mach's trotzdem mal. Dann natürlich die Rüstung, die passenden Stiefel und die Armschienen. Ich weiß nicht, irgendwie dieses Bannfluch, der Name ist so geil. Ich glaube, das behalte ich auch einfach mal. Rest ist eigentlich egal. Den Rest können wir verkaufen. Ich weiß. Darum erwäge ich ja. Immer erwägst du. Entweder dieses oder jenes. Ach hier, guck mal, das ist das alternative Aussehen. Das sind die alternativen Klamotten von Rittersporn. Naja, sind jetzt auch nicht. Ich hatte das eingestellt, sind jetzt auch nicht viel geiler aus als das Original, was er hier im Spiel anhatte, aber. Ich glaube, das gefällt mir einen Tick besser als das hier. Das heißt, wenn ich dran denke und wieder im Hauptmenü bin, würde ich wohl wieder zum eigentlichen Spieloutfit gehen. Ja. Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also, Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld. Also, wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen? Wie bist du auf diese Kabarett-Idee gekommen? Das ist seit Jahren mein Traum. Seit wir in Ochsenfurt im Kabarett waren. Weißt du noch, wie die Tänzerin vom Lüster hing? Und als sie komplett kopfüber war, rief sie dich und... Ich erinnere mich. Wie könntest du es vergessen? Und mein Kabarett wird sogar noch besser, versprochen. Wenn ich die Finanzen für eine kleine Umgestaltung zusammenkriege, heißt das... Wie viel brauchst du denn? Vielleicht kann ich's dir ja leihen. Danke, Geralt, aber von dir nehme ich keine Krone. Du weißt doch, wie es heißt. Am schnellsten verliert man einen Freund, wenn man ihm Geld leiht. Aber ein Gefallen ist was anderes. Was für ein Gefallen? Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikanien. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht die Frau, die du kommentarlos hast sitzen lassen? Bist du nicht raus, um eine Flasche Wein zu holen und nie zurückgekehrt? Ich wusste, ich hatte einen Grund, den Wein zu kaufen. Schon lange her, nicht wahr? Bin schon eine Weile unterwegs, ja. Darum muss ich...
deine Autorität nutzen. Du hast welche, weißt du? Was auch immer du selber denkst. Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben. Und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Oh Gott, soll das irgendein Überfall werden, den wir dann fingieren und wir sind dann quasi der Bösewicht? Nehmen wir an, ich bin einverstanden und gehe zu Madame Irina. Was machst du unterdessen? Ich muss noch etwas vollenden. Das schaffe ich, bis du mit dem Schwert zurück bist. Versprochen. Dann sag ich dir den Rest. Eieiei. Gut, aber... Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Okay, na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben, euer Paxis. Bis zum nächsten Mal, tschö. Und ich bin schon gespannt auf diesen fingierten Überfall, damit er da wieder in der Gunst steigt. Was hat er jetzt wieder ausgebrütet? Hast in Moenia ein schönes Chaos angerichtet. Wir reden dann mit der Priscilla beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bleibt cool, euer Paxis.